Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns diesem schwierigen Text des Hebräerbriefes zuwenden, dann ist auf den ersten Blick die Gefahr groß, dass wir in eine Art Triumphalismus oder in eine Haltung der Verachtung verfallen, wenn wir den Text ernst nehmen. Da ist von einem Bundesschluss die Rede, der verfällt. Wie kann das sein? Paulus denkt darüber nach im Römerbrief. Wie kann es sein, dass ein Bund, den Gott eingeht, wie kann der ein Verfallsdatum haben? Kann man sich auf Gott nicht verlassen? Paulus betont in diesem Kapitel im Römerbrief von seinem eigenen Volk, sie haben die Bundesschlüsse. Wenn Gott mit Menschen einen Bund macht, dann gibt es kein Verfallsdatum. Aber die Beobachtung, die der Hebräerbrief hier zitiert, stammt ja nicht vom Hebräerbrief, sondern vom Propheten Jeremia, dass von einem neuen Bund die Rede ist. Es ist die Botschaft der Propheten. Also es geht nicht um einen Gegensatz altes, neues Testament oder Judentum, Christentum. Das ist viel zu einfach. Eine solche Unterscheidung ist was für sehr simple Gemüter, die wir natürlich nicht sind. Sondern wir hören hier, wie der Hebräerbrief den Propheten Jeremia zitiert mit dem Wort eines neuen Bundes. Denn der Bund vom Sinai ist ein Bundesschluss, der abgeschlossen ist wie ein Geschäftsvertrag. Es gibt bestimmte Bedingungen, die Israel erfüllen muss. Deshalb ist von Geboten die Rede. Von all den Satzungen, die dann den 10 Geboten folgen. Von all diesen vielen Bestimmungen, wenn man einmal die Bücher Levitikus oder Deuteronomium anschaut oder auch teilweise Exodus, wird man das finden und das ist zunächst sehr verwirrend. Die Propheten werden nicht müde, vor allen Dingen Jeremia zu sagen, Israel hat seinen Teil des Bundesschlusses nicht eingehalten und deshalb fühlt sich auch Gott nicht mehr daran gebunden. Aber weil Gott treu ist, geht er jetzt einen neuen Bund ein und zwar einen, der nicht mehr auf Gegenseitigkeit beruht, sondern Gott gibt ohne Vorbedingungen, sodass dieser Bund, dieser neue Bund unwiderruflich ist. Und wenn Jesus in der letzten Nacht seines Lebens genau dieses Wort bemüht, das ist der neue Bund in meinem Blut, dann verstehen wir vielleicht, wo die Spur liegt. Ich finde es immer wieder interessant, wenn die heute so viel verdächtigte Volksfrömmigkeit, die natürlich dem theologisch gebildeten Anspruch, den wir heute so kirchlich haben, nicht gerecht wird, natürlich nicht, das ist ja was für schlichte Leute, die natürlich, heute will niemand mehr schlicht sein, aber zumindest gibt es in der Volksfrömmigkeit noch Versuche, das zu übersetzen, diesen schwierigen theologischen Gedanken zu übersetzen. Und wir finden das in einem Sakramentslied, wir werden das nachher nach der Kommunion singen, das ist ein altes Fronleichnamslied. Hier heißt es in dieser Strophe, hier ist nicht mehr Bundeslade, nicht mehr Schatten, Bild, Figur, hier ist Wahrheit, Quell der Gnade. Man kann das als Triumphalismus auslegen, natürlich die Christen, also das ist jetzt nicht mehr das Alte, hat nicht mehr das Verfallsdatum, wie der dem Untergang nahe, wie der Hebräerbrief sagt. Man kann es aber auch anders verstehen. So ist es nämlich gemeint, ganz im Sinn des Hebräerbriefes. Was dort im ersten Bund angedeutet wird, wo sozusagen der Keim der Erlösung liegt, weil Gott doch der Gleiche ist und der Gleiche bleibt, gestern, heute und in Ewigkeit, wie wir so oft sagen. Deshalb schenkt er nicht nur die Verheißung, sondern auch die Erfüllung. Also was als Figur vorausgebildet ist an der Lösung, wird hier jetzt, wir haben das gestern schon gesehen, in der Kreuzesbrücke, in der Brücke zwischen Gott und Mensch, der einzig begehbaren und einzig standfesten im Kreuz Christi, wird jetzt erfüllt. Das versucht der Hebräerbrief nicht nur den verunsicherten Zeitgenossen damals, sondern uns heute nahezubringen.